Shakira schwingt ihre Hüften für Haiti. Die kolumbianische Popsängerin tanzte am Donnerstag zusammen mit Schülern für den Wiederaufbau einer historischen Schule in Port-au-Prince. Die Elie Dubois-Schule in Haiti war bei dem verheerenden Erdbeben im Januar 2010 verschüttet worden. Die von Shakira ins Leben gerufene Barefoot-Stiftung beteiligt sich an dem Aufbau zusammen mit anderen Nichtregierungsorganisationen und der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Shakira besuchte Haiti zum zweiten Mal. Ich weiß, dass die Menschen in Haiti sehr schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber ich weiß auch, und ich bin Zeugin der Widerstandsfähigkeit der Menschen in Haiti. Und ich kann es sehen in eurem Lächeln. Ich kann es sehen in der Freude, die ihr verbreitet, und in eurem Geist. Die katholische Berufsschule für 250 Mädchen war 1913 gegründet worden. Haiti hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 5 Jahren 2500 Schulen wieder aufzubauen.